Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbuild und ein ganz besonderes, denn Lil Simsy hat mal wieder eine Child Challenge gemacht. Und zwar die Simsy Chicken Shell. Und da habe ich schon wieder teilgenommen. Und wir bauen das Ganze in Hanford on a Bagley, weil ich wollte daraus einen Hochzeitsschauplatz machen und ich fand den Ort eigentlich ganz schön, weil in meiner privaten Legacy Challenge, da ist mein Kommender Sim halt sehr nachhaltig so und da finde ich das halt schon irgendwie passend, wenn sie dann später in Hanford und Bagley heiraten würde. Falls sie heiratet, ich hoffe es einfach mal. Ansonsten habe ich es ein bisschen unnötig gebaut, aber es ist trotzdem eigentlich ganz schön geworden, fand ich. Vielleicht benutze ich es dann ja trotzdem irgendwann mal. Und vielleicht ihr ja auch. Also, weil ich fand es eigentlich ganz angenehm. Also, sehr, sehr süß, to be honest. Es ist zwar jetzt nichts Besonderes, aber das soll es ja auch gar nicht sein. Weil, wie gesagt, ich habe es halt für meinen Sim gebaut, der ziemlich nachhaltig ist und so. Und da ist dann klar, dass dann da jetzt nicht die krassesten Sachen gebaut sind, ne? Sondern, dass es halt eher, ja, dass sie halt eher darauf quasi achtet, dass es, ja, dass da halt nicht zu viele Ressourcen für verschwendet wurden, für die Location und sowas, ne? Und ja, also ich finde es dafür ist trotzdem sehr, 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 sehr toll geworden. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ja, ich wusste noch nicht so ganz, was ich halt machen möchte. Ich wollte halt sowieso, dass der größte Schauplatz, bla bla, dass das alles draußen ist. Und dass drin dann halt quasi die Tanzflächen etc. sind. Weil ich das realistischer fand, dass man dann halt dann eher drinnen tanzt und draußen ist dann, ja, eben die Hauptlocation, sage ich mal. Also so da, wo dann halt geheiratet wird und da, wo wir dann auch essen und so. Aber ja, also ich fand es auf jeden Fall ganz angenehm. Also ich habe drin dann auch am Ende noch so Couches und so platziert. Ups, das hat man jetzt glaube ich gemacht, scheiße. Aber ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hierzu sagen soll, TBH. Also, weil irgendwie, es ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, ne? Es ist halt ein Hochzeitsschauplatz, Leute. Es ist ein Hochzeitsschauplatz. Da heiratet man. Ich weiß, krass. Hätte man jetzt fast nicht sich denken können. Ich musste das aber ganz schön krass hier irgendwie runterkürzen, weil ich habe echt lange dran gebaut. Weil irgendwie hat das alles nicht so gepasst, wie ich es mir gewünscht hatte. Und dann musste ich halt ganz oft, ja, halt irgendwas umbauen und so. Aber es ist halt auch einfach so, es ist halt außerhalb meiner Komfortzone. Ich habe sowas noch nie gebaut, so einen Hochzeitsschauplatz. Und ich habe auch sonst ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone gearbeitet, weil ihr werdet noch sehen, da werden noch, da wird noch ein Teich gebaut werden. Ich habe noch nie einen Teich gebaut in Sims 4. Und demnach, ne, das mit dem Tool zurechtzukommen, ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Aber letztendlich, es hat halt einigermaßen funktioniert, ne. Es bringt nochmal ein bisschen Varietät damit rein. Und das ist ja das, was wir uns ja eigentlich alles wünschen, wa? Ja, also ich habe vor allem das Ganze gemacht, dass es dann am Ende im Dunkeln schön aussieht, ne? Weil, ja, irgendwie ist es für mich so ein Sommer-Location-Ding, ne? Dass man dann halt bis abends, nachts dann da ist und dann braucht man natürlich auch Lichter und so. Und ich habe ganz, ganz viele von diesen, von Kleinkind-Accessoires, diese Lichter, diese Fairy-Lights, hier Lichterketten. Die habe ich ganz, 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 ganz viele platziert, weil ich das einfach so toll finde und so süß. Und ja, es ist sehr, sehr passend, fand ich. Und deswegen hoffe ich, dass es euch auch gefällt. Dann und also mir, ich liebe es auf jeden Fall sehr. Ich bin einfach absolut Fan von sowas, ja. Also man kann mir hier nicht genug Fairy Lights auftischen, TBH. Also ich habe ja auch... Hier habe ich eine Lichterkette hängen, dann habe ich
in meinem Schlafbereich da hinten komplett drumherum eine Lichterkette und so. Ich habe hier in dem Schrank hier ist noch eine Lichterkette drin und so. Also man kann nicht genug Lichterketten haben. Ich habe auch zu meinem Treppe habe ich da auch eine Lichterkette hängen. Also mit Lichterketten kann man bei mir nichts falsch machen, Leute. Also von daher, ihr werdet immer sehr viele Lichterketten bei mir sehen hier in irgendeiner Form. Also auch in meinen Bills teilweise. Also ich bin immer so, ja, hier eine Lichterkette und da eine Lichterkette, weil das ist schön. Also in Sims bin ich tatsächlich nicht so krass fanatisch wie in Real Life. Aber dennoch ist es so, dass ich in Sims schon oft denen dann irgendwas an Lichterketten gebe. Einfach weil es ist halt schon irgendwie süß. Und wenn ich nicht weiß, was ich da hin machen soll, dann ist es eine Lichterkette. Und ja. Diese Bilder, die ich da an die Wand gehangen habe, die irgendwie wirken die für mich, als wenn diese Menschen in irgendeiner Form vielleicht das erbaut haben oder vielleicht haben die da auch geheiratet oder keine Ahnung, das ist vielleicht auch irgendwas Kulturelles, was da irgendwie, also dass die das irgendwie, weiß ich nicht, dass da in Hanford und Bagley, dass das da irgendwie in irgendeiner Form erschaffen wurde. I don't know, ich dachte einfach, in irgendeiner Form stehen die in Zusammenhang mit diesem Ort. Und deswegen habe ich die da einfach hingehangen, weil die Wand braucht auf jeden Fall noch irgendwas und das ist halt irgendwie dezent, passt rein und ist halt, ja, ne? Weil irgendwie die meisten anderen so Sachen an der Wand passen halt irgendwie nicht so 100 pro. Und das fand ich dann irgendwie auch blöd. Deswegen, ja. Ihr werdet noch sehen, wie ich mit den Fairy Lights noch strugglen werde, ne? Weil ich wollte die dann halt dann so. Ja, so kreuz und quer dann dahin dingsen. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann habe ich das 5 Millionen Mal umbaut. Und ja, also einige Versuche habe ich auch rausgeschnitten, weil es ist wirklich ein bisschen trashy geworden. Aber letztendlich ist es doch irgendwie ganz süß. Ich glaube, man kann sogar an dem Brunnen sitzen. Ich hoffe es zumindest. Es war zumindest so gedacht. Ich glaube, man kann da sitzen. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht ausprobiert. Ich hoffe es einfach. Weil, ja, das ist nämlich mein Hauptpunkt gewesen, warum ich da halt diese Fairy Lights drum haben wollte, dass es halt so ein bisschen romantisch ist, dass man sich da so ein bisschen abschotten kann am Brunnen halt. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass das da funktioniert und ansonsten, schade. Schade, sag ich mal. Weil, ich fände es toll, wenn man sich da hinsetzen könnte. Und wenn es nicht geht, dann, ja, kann man halt so tun. I guess. Ja, dann habe ich diese Figur dahingestellt. I don't know. Ich dachte, das ist vielleicht auch irgendwie noch passend. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich diese Ballons gefunden. Ich wusste gar nicht, dass wir diese haben, ne? Aber ich finde die großartig. Die sind sehr, sehr, sehr passend. Und vielleicht benutze ich die in Zukunft häufiger, weil, hä, das ist voll gut. Diese Ballons. Ich wusste nicht, dass sie existieren, aber jetzt, wo ich weiß, dass die existieren, ich finde sie großartig. Aber generell findet man immer mal wieder Sachen, wo man sich denkt, hä? Das existiert in diesem Spiel? Weil irgendwie, es gibt mittlerweile so viele Sachen, dass man auch ganz viel übersieht und so. Keine Ahnung. Aber I love it. Also ich finde es auch gut, dass so viele Sachen dabei sind. Ne? Also man kann ja theoretisch wirklich fast alles so bauen, was man sich nur wünscht. Ne? Also die Leute sind ja auch sehr, sehr kreativ. Und I love it so much. Da war ich ein bisschen traurig, dass das nicht ganz gepasst hat von der Länge her. Weswegen ich dann doch diese Poles dann dagelassen habe, dass das da kurz vorher steht. Weil ich wollte eigentlich, dass man das dann so, dass das quasi von den Rahmen von dieser Pergola, dass das dann das hält quasi. Aber letztendlich war das halt so nicht möglich. Das war ein bisschen, ja, schade, sag ich mal. Und da habe ich halt versucht, so ein bisschen herzförmig, dass das so aber noch halbwegs, ja, nicht menschengemacht ist, aussieht. Ja, und ich habe, wie gesagt, sehr gestruggelt damit, aber ich habe mir Mühe gegeben, ja. Also am Ende ist es vielleicht ganz okay geworden. Ist jetzt nicht perfekt, aber es reicht auf jeden Fall aus. Boah, ich hasse es jetzt auch beim Anschauen, dass ich da die ganze Zeit hin und her gesprungen bin mit den ganzen Sachen. Ich kann nicht an einer Stelle arbeiten und dann das irgendwie später weitermachen, ne? Also
an einer Stelle weitermachen, also arbeiten und dann das abschließen und dann irgendwann und dann was anderes machen. Nein, ich muss erst hier habe ich das gefunden, das gehört da hin und das möchte ich da haben und dann, keine Ahnung, ich springe die ganze Zeit hin und her. Und beim Bauen selber stört mich das nicht. Aber jetzt, wenn ich mir das anschaue, denke ich mir so, kannst du nicht ein bisschen Struktur damit reinbringen? Also, das wäre großartig. Aber ja, anscheinend bin ich nicht so intelligent. Ja, und hier habe ich dann auch die Lichter dahinter platziert, hinter diesem, ja, Hochzeitsbogen, weil ich weiß, dass es für Screenshots blöd aussieht, wenn die dann davor stehen. In der Regel denke ich auch, dass die meisten tagsüber dann sich liieren lassen. Aber ja, falls es doch halt nachts ist, ne, möchte man ja auch was sehen und schöne Screenshots. Und ich, ja, deswegen sieht man die Lampen nicht, aber es ist trotzdem erhellt, zumindest ein bisschen, ja. Es ist besser als nichts, weil ich finde es immer blöd, wenn man dann diese Lichter und so sieht, weil das ist halt einfach nicht schön, sag ich mal, ne? Ja. Könnt ihr nachvollziehen, was ich hier überhaupt rede? Ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe es einfach. Weil sonst rede ich hier um den heißen Brei und alle denken sich nur so, was ist mit dir eigentlich? Was stimmt nicht mit dir? Und ich denke mir so, same. Frage ich mich auch manchmal. Ich bin der wilde Hilde.mp4 auf jeden Fall. Habt ihr nicht auch teilgenommen oder keine Ahnung, verfolgt ihr Liz Simsi vielleicht auch gar nicht? Also, ich liebe diese Frau, die ist meine Einschlafhilfe. Okay, das klingt weird. Aber ihre Videos, ich schaue sie immer vorm Schlafen gehen, weil ich dann irgendwie besser schlafen kann. Also, irgendwie beruhigt sie mich. Ich mag ihre Videos sehr, sehr gerne. Ja. Dann habe ich hier gesehen, dass das irgendwie nicht gepasst hat mit dem Schwan und so. Dann habe ich da lieber Fische reingesetzt. Weil sonst am Ende schweben diese Schwäne da so. Und das ist irgendwie auch weird. Deswegen dachte ich so, nein, 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 ich lasse es lieber. Weil wir wollen ja nicht, dass das hier in irgendeiner Form blöd ist, ne? Ja, habe ich da noch versucht, das irgendwie ein bisschen besser zu machen, weil da teilweise so komische Ecken reinkamen. I don't know, wie das kommt. Ich habe keine Ahnung von diesem Tool. Ich habe es halbwegs versucht. Ja, es ist jetzt so, wie es ist. Und ich hoffe einfach, dass das in irgendeiner Form so passt. Ja. Aber ich denke schon, dass das so in Ordnung ist. So, und dann müsste das jetzt auch gewesen sein. Hier mache ich jetzt noch einen kleinen Rundgang, wo man alles nochmal in Ruhe ansehen kann. Und ja, also wenn man hier dann so reingeht, also das ist von außen so, wenn man reingeht, dann, ja, wie gesagt, ist hier halt dieser Ort, wo man sich dann halt, wo man halt dann tanzen kann und so, und eine kleine Lounge und ja, eben die Klos sind logischerweise auch drin. Die Klos sind ganz gut, sogar dekoriert, fand ich. Ist auch mal schön, ne? Ja, und dann, wenn man rauskommt, dann findet man da halt direkt dann dieses Piano und halt die Pergola, wo halt dann das Essen, also der Esstisch und die Bar und so steht. Und dann, wenn man weiter den Weg lang geht, findet man diesen Teich und dann den Hochzeitsbogen, wo halt die Action dann stattfindet. Und dann der andere Weg führt eben zu diesem Brunnen. Und in der Nacht fliegen halt überall noch die Glühwürmchen rum. Das zeige ich, glaube ich, auch nochmal. Also die Glühwürmchen sieht man leider nicht im Baumodus. Aber wenn man dann, ja, also die Lichter sieht man aber zumindest und das sieht auch schon mal echt hübsch aus. Ja, wenn man dann aber spielt, dann sieht man die Glühwürmchen dann an den Punkten, wo diese komischen Kästen sind. Ja, ich finde, das ist super, super, super schön. Und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Aber ich denke grundsätzlich schon, weil eigentlich sind wir uns immer einer Meinung, das ist, was wir halt schön finden und was sie ja nicht so. So, und das war auch schon das Speedbild. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Mir hat es gefallen. Es hat mir Spaß gemacht zu bauen. Und dieses Video, es besteht schon wieder nur daraus, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle. Läuft bei mir. Aber ja, ich höre jetzt am besten einfach auf. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.